Betty und Christian, was erwartet ihr denn bei diesem Thema von unseren Promis? Backt uns eine Motiv- oder 3D-Torte. Ob Ballerina oder Fußballprofi, Prinzessin oder Astronaut. Das Motiv muss erkennbar und präzise ausgearbeitet werden. Geschmacklich haben wir eine einzige Vorgabe. Ihr müsst ein Aroma bzw. eine Textur aus euren Kindertagen mit einarbeiten. Das kann zum Beispiel ein Marshmallow sein, Wackelpudding, eine Nougatcreme. Das bleibt euch völlig frei überlassen. Wir zwei Hübschen freuen uns auf die Verkostung. Ihr habt für diese Aufgabe 5 Stunden Zeit und die starten auf mein Kommando. Auf die Plätzchen, fertig, backt. Träume einer ganzen Kindheit in 5 Stunden zu packen und dann auch noch zu backen. Wer hätte sich das träumen lassen? Kurz bevor es losgeht, denkt man wieder, schon wieder backen. Und dann ist man auch schon wieder mittendrin. Lecker. Ölteig. Ich mache schöne Wiener Böden heute, aber nachher mit Schokoladengeschmack. Ich mache ja eine Schwarzwälder Kirschtorte. Ich wollte immer, als ich klein war, meinem Papa nacheifern. Und mein Papa war Polizist, erster Polizeihauptkommissar. Und ich war immer ganz stolz auf den, auch wenn er mit dem Polizeiauto mal nach Hause kam. Wollte ich mal mitfahren, also ich fand das ganz toll. In der Neuinterpretation der Schwarzwälder kombiniert Sabrina klassische Schokoböden und Kirschwassersahne mit Schokoganache und aromatischen Rotweinkirschen. In puncto Material und Technik haben die Promis freie Wahl. Ebenso bei den nostalgischen Ingredienzien. Meine Zutat, die wirklich was mit meiner Kindheit zu tun hat, ist Granola, also Haferflocken. Weil meine Mutter mir wirklich jeden Morgen warme Haferflocken gemacht hat. Und die einfachen Haferflocken wären ein bisschen langweilig. Und da haben wir noch ein paar Nüsse reingemacht und ein bisschen ein Crunch. Granola. Yay. So viele Erinnerungen. Es wird ein Haselnussboden. Und diese Kakaonips, die geben so einen schönen Crunch in den Boden rein. Zitronenschale wie früher. Schritt 1 ist, dass ich den Vanillebiskuitboden vorbereite. Statt Verträumtheit volle Konzentration. Dafür muss ich jetzt das Eigelb aufschlagen und das Eiweiß parallel eben auch. Caroline schwelgt verlässlich in Vergangenem. Ich wollte als Kind Sängerin werden. Und zwar gibt es ein Bild, das habe ich gemalt, als ich 5 Jahre alt war. Da sieht man eine Frau auf der Bühne stehen vor einem Mikrofon und unten steht Caroline Beil. Das hängt auch irgendwo, weil das so witzig ist. Bei Caroline haben Granolaböden, Honig-Joghurt-Creme und Joghurt-Buttercreme ihren großen Auftritt. Das furiose Finish, softes Karamell und frische Feigen. Ist Philipps Vergangenheit pistaziengrün? Tatsächlich erinnert mich eher Erdbeeren an meine Kindheit. Aber da es ein Pistazienboden wird, kommt jetzt noch ein bisschen Pistaziengrieß wieder in den Ofen angeröstet, dass noch wieder schöne Aromen entstehen. Aber die Füllung ist Erdbeersahne. So, eines nach dem anderen. Jetzt erstmal Ofen. Jochen hat Gelüste. Aber wie geil das aussieht. Ich mag die Aufgabe total gerne. Manchmal sind ja diese Kindheitsfantasien, was man früher mal werden wollte, komplett konträr zu dem, was man dann im Endeffekt geworden ist. Wie nah ist Kai seinen Träumen gekommen? Als Kind, da habe ich immer Superheld gespielt. Und dann dachte ich als kleiner Junge, ich werde mal Superheld. Kais kleiner kölscher Superheld fliegt über saftige Haselnussböden mit Kakaonips und Nougat-Buttercreme. Für die fruchtige Note sorgt ein Aprikosengelee. Das Mehl fluffig einrieseln lassen. Dann lass mal rieseln. Ist das fluffig genug? Ja, flufft. Jetzt kommt hier mein Kakaomehl, vorsichtig untergehoben. Und dann wird das gleich immer dunkler, hier das Gebilde. Die Kohlensäure, das CO2 in dem Wasser, sorgt dafür, dass der Teig Luft bekommt. Wie rücksichtsvoll. Wichtig ist bei veganen Teigen auch, dass man nicht zu lange rührt. Keine Mehlnester sollten mehr drin sein. Mal gucken, wie es tropft.
Heute kommt ein bisschen Lebensmittelfarbe mit rein, das noch mehr nach Pistazie aussieht. Ich muss es vorsichtig machen. Wenn es zu grün ist, dann ist es mehr so der Grinch und nicht mehr Pistazie. Oh, shit. Oh, ey. Das Gute ist, es ist ja keine technische Prüfung. Hier kriegt man ja noch mal ein paar Materialien nachgeliefert. Gut, dann dressieren wir mal den ersten Pferdekopf auf. Ich werde heute ein kleines Zirkuspferd backen. Das ist meine Vorlage. Ich habe immer gesagt, ich will Schauspieler werden, Moderator werden. Ich wollte auf jeden Fall auf die Bühne. Und da ich ja die unterschiedlichsten Sachen mache, finde ich Zirkuspferd eine ganz gute Beschreibung. Jochens Pferd hat gut lachen, hat es doch Vanillebiskuit, Vanillebuttercreme und ein saures Stachelbeerkompott-Intus. Unter der Fondantmähne stecken außerdem Baiser und Mandelcrunch. So sollte es sein. Versuch Nummer 2 passt perfekt. Heiß. Ich wollte immer Extremsportler werden. Mich hat das total begeistert, wie die waghalsig, Doppelsalto, Dreifachdrehung, aber so mit Skates an den Füßen. Aber Extremsport auf den Skates und Juniorennationalmannschaft Ton war schwierig miteinander zu vereinen. Also hat mein Bundestrainer damals gesagt, entweder oder, und dann war es doch das Ton. Mit Pistazienölteig und Zitronenbuttercreme will Philipp in die nächste Runde rollen. Für den Geschmack aus Kindertagen gibt's Quark und jede Menge frische Erdbeeren. Die meisten Teige müssen nun in Form gebracht werden. Denn der Ofen ruft. Also nicht wirklich. Aber er wäre dann soweit. Ich hatte am Anfang so eine Angst, Sachen aufzuspritzen. Und jetzt macht es so einen Spaß. Ich liebe es. Schön, wenn man als Erwachsener neue Hobbys für sich entdeckt. Wie Färben. Eine leichte Pistazienfärbung hat's ja für mich. So, jetzt wird aber gebacken. Ist es schon an der Zeit für die erste Hilfestellung? Christian, guck mal gerade. Guck mal hier, ist das jetzt noch Butter oder ist das... Nein, das ist alles gut. Das sind kleine Luftbläschen, die hast du ein untergehoben. Das ist alles gut. Die Masse sieht hervorragend aus. Jetzt muss sie schnell in den Ofen. Und dann backen. Das ist ein Aprikosenspiegel. Ah, verbrannt. Nee, schmeckt lecker. Oh. Sabrina und Kai wissen auf jeden Fall, dass sie alles geben müssen, wenn sie ja heute nicht ausscheiden wollen. Jetzt mache ich die Karamellschicht. Allerdings, Caroline ist auch nicht so ganz safe. Ich glaube, sie weiß es bloß noch nicht. Technische Prüfung 20 Punkte gibt einem ja so ein bisschen das Gefühl, ach, ich bin hier safe. Nein. Das muss jetzt erstmal aufkochen. Machen wir Caroline mal nicht nervös und schauen bei Jochen vorbei. Stachelbeeren aus dem Glas sehen halt einfach nicht so appetitlich aus. Das ist einfach so. Das ist eine Stachelbeere? Ja. Ein Stachelbeersaft? Mhm. Geil. Den kannst du trinken, wenn du willst. Oh, schmeckt nach Oma. Ich erinnere mich an die Stachelbeertorte meiner Tante. Oh, mit Baiser. Die Dande Margit. Ich grüße dich, liebe Grüße nach Franken, Dande Margit, gell? Das ist die Dande. Eine für mich. Ich muss ja testen, ob die gut sind. Erdbeertester, auch ein Berufswunsch. Genau wie Wiegemeister. So, als nächstes koche ich einen Pudding. Wie lebt es sich als Wackelkandidat? Ich bin wirklich verunsichert heute ein bisschen. Wenn jetzt was schief geht, weißt du so, das ist so dieses, dass man so denkt, das ist so jetzt so, es kommt jetzt so wirklich drauf an. Und deswegen will man jedes Risiko ausmerzen. Und die andere Angezählte? Ich mache jetzt hier gerade abgebundene Kirschen und habe jetzt hier eine feste Kirschmasse. Und dann werden die kalten Kirschen untergehoben und dann wieder beiseite gestellt. Ja, guck hier, schön. Und das ganz ohne Schummeln. Wie bei Tortenfärber Philipp. Während mein wunderschöner Teig jetzt gerade sich im Ofen befindet, kann ich mich halt schon mal um die Quarkfüllung kümmern. Braucht ja alles Zeit.
Das ist jetzt die Honig-Joghurt-Creme. Da ist griechischer Joghurt drin. Honig. Was kommt noch rein? Da kommt ein bisschen Limette, ein bisschen halbe Vanilleschote, Prise Salz. Kann sich Caroline so ihren Verbleib in der Show sichern? Und Sabrina? Jetzt mache ich eine Zartbitter-Ganache. Weil eigentlich bei einer Schwarzwälder Kirschtorte sind ja oben drauf die Zartbitterstreusel. Und weil ich ja oben meine Deko habe, arbeite ich die dann in den Teig mit ein, also in den Kuchen. Ja. Toll. Da hat das Zirkuspferd sich einfach umgekehrt. Meine Böden sehen super aus. Als nächstes muss nur noch der Baiser was werden. Eier trennen, bis du das gewünschte Gewicht an Eiweiß hast. Okay. Ja, ich glaube, die sind gut. So. 1,5 Stunden sind schon vorbei. Gut genutzte Zeit. Die Böden. Die sind gut. Zufriedene Mienen. So viel Butter. Es könnte sein, dass das eine italienische Buttercreme wird. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Amore mio. Und noch eine Kalorienbombe. Ich habe einfach Nougat immer geliebt als Kind. Es war meine Lieblingsschokolade überhaupt oder mein Lieblingsschokoladengeschmack. Die schmelze ich jetzt hier und dann wird es in die Buttercreme nachher untergehoben. Das schmeckt nach Kindheit. Jetzt bereite ich meine Kirschwassersahne vor. Bisschen mit dem Kirschwasser und der Gelatine. Ja, und dann muss die nachher stehen. Das ist echt Wahnsinn. Ich glaube, das wird heute alles so schnell vorbeigehen. Solange Eni keine Zeit ansagt, ist alles gut. Ja, ich würde mal sagen, der ist doch recht steif. Ist ganz schön viel zu tun heute, oder, Caro? Naja, es sind viele Komponenten, ne? Ja. Hast du wahrscheinlich auch, ja, oder? Ja. Oh, schön, ein Baiser. Ja, der steht wie eine Eins. Der steht wie eine Eins. Kannst du aber glauben. Super. Den Schwierigkeitsgrad legen die Promis bei dieser Aufgabe selbst fest. Also beschwert euch mal nicht über zu viele Komponenten. Während das Baiser backt, wende ich mich jetzt der Vanillebuttercreme zu. Die braucht ja auch Aufmerksamkeit. Es kocht gleich. Na, mein Schatz. Wie läuft's? Du schwitzt ja schon wieder. Wie immer, ich schwitze immer. Wie grün sind denn Philipps Böden geworden? So halbmäßig oder geht's? Ich bin mit der Farbe von den Böden sehr zufrieden. Es ist nicht künstlich grün. Man erkennt ein leichtes Spiel von der Pistazie. Top. Caroline geht unter die Backhaut. So, jetzt gucke ich, dass die alle ungefähr gleich werden. Gerade schneiden haben sie gelernt. Oh, die Böden sind lecker. Mein lieber Ess. Hier kommt nichts weg. Was ist das? Das ist jetzt meine Joghurt-Buttercreme. Die leichte Creme. Schmeckt sie dir? Ja, aber die ist so flüchtig. Und du hast den im Mund und schmeckst es, aber es ist schnell weg, das Gefühl. Also ja, das Gefühl, ich kenne das bei Chardonnay, das habe ich da gerne. Das ist aber auch sehr flüchtig. Und Kai? Ja, ich muss ja jetzt warten, bis die Buttercreme abkühlt. Und derzeit fange ich jetzt schon mal an, quasi die äußere Deko vorzubereiten. Und zwar wird es die Skyline von Köln. Ein Superheld, der braucht auch eine Stadt, für die er kämpft. Und mein Gotham City ist Köln City. Was ist denn das für eine Kacke immer mit diesem Baiser? Es klebt halt. Fingerspitzengefühl ist gefragt. Sabrina hat die Stimme ihres Coaches noch im Ohr. Der Olli meint, ich soll schon mal den Rand schön mit Sahne auskleiden, damit ich nachher einen richtig schönen Rand kriege, damit ich nachher nicht mehr so viel machen muss, weißt du? Der erste Rand ist immer der tollste. Wer
Wer so hoch hinaus will? Hat geklappt und ist nicht mal kaputt gegangen. Was machst du denn da hinten? Ja, Kai wundert sich schon, warum ich hier stehe. Es ist Halbzeit, noch 2,5 Stunden. Gut, gut. Wenn ihr meint. Halbzeit lässt immer wieder ganz kurz den Puls nach oben schnellen, wenn die Durchsage kommt. Nicht aus der Ruhe bringen lassen. Keiner sieht das Pferd bisher, ne? Das kommt, ich sag euch das. Tatsächlich könnte es auch noch ein Reh werden. Oder eine Kuh. Irgendwas Süßes halt. Das muntere Schichten geht weiter. Auch mit wenig kindgerechten Zutaten. Das ist Kirschwasser. Das darf ja in einer Schwarzwälder Kirsch nicht fehlen. So, jetzt kommt meine Ganache. Die ist wiederum was für Kinder. So, jetzt ab in Froster. 20 Minuten und dann geht schon mal mit dem Dekorieren los. Ist das ungefähr Mikrofon oder muss der größer? Bisschen größer, glaube ich. Bisschen noch, ne? Als, ja. Muss das ja irgendwie hier basteln. Ich dachte, Baiser ist irgendwie das Leichteste, was man machen kann. Ja, ich mache einen Crunch draus. Es hat vielleicht nicht so geklappt, wie du dir das vorgestellt hast, aber ich finde es trotzdem nach wie vor noch ziemlich Porno. Ja. Gut, gut. Ich liebe es ja, wenn Christian sagt, ich finde es immer noch ziemlich Porno. Dann weiß man, er findet es richtig gut. Wie Cowabunga bei den Ninja Turtles. Ich mache ja heute eine Polizeitorte und jetzt fange ich an, Brusttaschen zu machen, die ich nachher dann auf meine Torte lege. So Taschen haben ja auch Nähte. Wie detailverliebt. Das ist ein bisschen tricky, weil das natürlich kein gerader Gegenstand ist, sondern so konisch verläuft. Jetzt wird tätowiert. Ach nee, geairbrushed. Das Objekt der Begierde ist quasi meine Halfpipe-Rampe. Und die sind ja immer so grau-schwarz. Ich hoffe, dass ich jetzt das schön gleichmäßig hinbekomme. Das dauert wohl ein bisschen. Eieiei. Jetzt kommt Betty und jetzt geht's auf einmal wieder. Betty, du musst leider hier bleiben. Probier die Düse senkrecht zur Oberfläche zu halten. Also, dass du wirklich. Ah, okay, okay. Mach ich so. Bitte. Vielen Dank. Wem geht heute nicht die Düse? Jochen ist zuversichtlich. Das Geile ist ja, dass mein Zirkuspferd ja wirklich ein kindliches Motiv ist. Und deswegen darf das alles so ein bisschen cartoonig sein. So, den Kopfschmuck, den habe ich schon vorbereitet und mitgebracht. So, das ist der Kopfschmuck. Alle sprühen sie vor Kreativität. Es läuft und es macht ehrlich gesagt total viel Spaß gerade. Auch bei Caroline läuft es glatt. Je besser ich jetzt arbeite, desto weniger Arbeit habe ich nachher hinten raus. Let's do this. Geil, auch wieder geil eingestrichen. So schön. Oh. Toll. Schön, dass du es sagst. Zuspruch ist so wichtig bei zarten Künstlerseelen. Das Eindecken ist eine Kunst für sich. Wer das nicht übt, erlebt eine böse Überraschung, wenn es darauf ankommt. Aber wir sind alle fit. Das habe ich, glaube ich, mittlerweile ganz gut drauf. Dieses Fondant-Eindecken. Geil. Wenn die Farbe stimmt, geht's ans Schneiden. So wie ich hier mit der Blütenpaste das vorbereitet habe, muss das akkurat jetzt so ausgeschnitten werden, sodass ich das dann so an den Kuchen dann anlehnen kann. Toi, 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 Philipp Boy. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. So, wer gern was essen möchte. Sagst du eh nicht, meinst du es? Das sieht super aus. Sag denen mal noch, die haben noch eine Stunde. Ey, ihr habt noch eine Stunde. Oh nee, das ist nicht wahr. Und wisst ihr was? Ich auch.
Nein, nicht dein Ernst. Ja. Langsam muss ich echt ein bisschen Gas geben. Erzähl uns mal was vom Pferd, Jochen. Gut. Und jetzt der Fondant. Jetzt der Fondant. Kannst noch ein bisschen mehr zu dir ziehen? Ja. Geht noch mehr? Ja. Auf die Taschen tue ich Papa draufschreiben, weil, ja, ist ja auch der Papa und für den Papa. Carolines Papa war Schlagersänger. Du bist mein Stern. Na, 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 na. So. Ich habe jetzt so Angst, das zu verkacken. Manchmal hilft dann nur Augen zu und durch. Das Ohr und die Nüster sind sehr gut geworden. Ich will das irgendwie heute so perfekt hinkriegen. Das steht mir gerade so ein bisschen im Weg. Ihr Lieben, jetzt macht ihr bestimmt große Ohren. Ja, was kommt jetzt? Ihr habt nur noch 30 Minuten. Jetzt ist wieder Deko-Endspurt, na? Da fasst man sich eher kurz im Interview. Muss kleben. So, siehst du? Klar, wir haben ja Augen. Das wird im Grunde genommen der Abendhimmel über Kölle. Oh, scheiße, jetzt sind hier so Tropfen hingekommen. Und immer so ein Punkt mit raus, ich weiß nicht warum. Kommissar oder Superheld? Wer hat die Nase vorn? Das ist einfach cool ranzubringen, ist jetzt die Herausforderung. Ich mache es einfach. Ich find's toll, dass ihr in den letzten Zügen seid, denn ihr habt nur noch 10 Minuten. Brauche ich. Ganz bestimmt. Ich muss noch das Mikro drauf machen, ich muss noch das Kordel rüberlegen. Das heißt, es ist einfach sich ranhalten, oder? Geistbock denkt sich super. Sehr wichtig bei einer Gesangskarriere, die richtige Mikrofonhaltung. Ja, man kann es auch hinlegen. Sabrina macht echte Maßarbeit. Das Problem an der Torte ist, dass man da so sauber arbeiten muss. Der hält halt nicht. Das hält halt gar nicht. Das Ding hält auch nicht. Warum hält es nicht? Einen Pferdefuß hat so ziemlich jedes Designkonzept. Oft steckt der Teufel im Detail. Jetzt versuche ich noch ein paar Wolken zu bauen. Es sind die Feinheiten, die auch zu einer Entscheidung beitragen können. Sabrina feilt an der Uniform. Nee, warte mal, jetzt hab ich doch falsch. So rum. So geht Uniform Couture. Caroline setzt auf Glamour beim Mikrofon. Ihr seid so leise und konzentriert. Aber jetzt kommt meine laute Stimme. Ihr habt nur noch 2 Minuten. Es ist kaputt gebrochen. Soll ich noch Gold dran machen an die Wolken? Oder soll ich es so lassen? Was mache ich? Safe. Ich sag bei allen Sachen immer safe. Machst du das Ding? Safe. Also jetzt in 360. Machst du das Ding? Safe. S-A-V-E. Fuck. Ich bin gespannt, was aus euren Kinderträumen geworden ist. Hier kommt schon der Countdown. Gleich müsst ihr fertig sein. 10. 9. 8. 7.
6, 5, 4, 3, 2, 1 und Schluss. Hände weg vom Gebäck.